Ohne Organspende würde es ihnen heute nicht so gut gehen. Klaus Zinnecker und Monika Becker waren schwer nierenkrank. Seit 40 Jahren leben sie glücklich mit Spenderorganen. Noch heute erinnern sie sich dran, wie schlecht es ihnen vor der Transplantation ging. Es war wie so eine Neugeburt. Also man ist ja ziemlich geschwächt vor der Dialyse und an der Dialyse. Und durch die schlechten Blutwerte ist man halt auch nicht so belastbar. Also Treppensteigen ist ein Problem, muss man immer ziemlich schnaufen. Und das änderte sich dann von einem Tag auf den anderen mit der Transplantation. Also es ist wirklich ein entscheidender Einschnitt. Am Donnerstag entscheidet der Bundestag über die Zukunft von Organspenden in Deutschland. Denn es gibt viel zu wenig Organspender. Allein in Marburg-Biedenkopf stehen laut UKGM 114 Patienten für Nieren auf einer Warteliste. Dabei gibt es viele gute Gründe, warum man einen Organspendeausweis hat. Das sind unsere. Ich habe einen Organspendeausweis, weil ich schon als junger Mensch gesagt habe, wenn ich nicht mehr lebe, brauche ich meine Organe nicht, kann damit aber einige andere Menschenleben retten. Ich habe einen Organspendeausweis, weil ich möchte, dass im Falle meines Todes andere Nutznießer meiner Organe werden. Ich habe einen Organspendeausweis, weil ich meine Angehörigen nicht mit der schwierigen Entscheidung belasten möchte. Ich habe einen Organspendeausweis, weil ich finde, wenn man möchte, dass einem andere Menschen helfen, dann muss man auch selbst bereit sein zu helfen, auch über den Tod hinaus. Ich habe einen Organspendeausweis, weil ich es selbstverständlich finde, dass man einen hat. Ich habe einen Organspendeausweis, weil es reicht, dass ich tot bin, wenn ich denn mal sterbe und nicht noch jemand anders, der auch mit meinen dann hoffentlich sehr alten Organen noch lange leben könnte. Ich habe einen Organspendeausweis, weil ich so auch nach meinem Tod noch Menschen helfen kann. Besser geht's doch nicht.